Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Nun zur zweiten Andacht in dieser Woche und freue mich, für Sie einige Gedanken zu äußern. Zuvor die zweite Strophe von unserem Lied. Ja, du liebst, du gabst uns dein Wort. Ich bin bei euch alle Tage und geh nicht von euch fort. Du bist unsere Hoffnung, du bist unser Licht, weil du auferstanden, auferstanden bist. Du bist unsere Hoffnung, du bist unser Licht, weil du auferstanden, auferstanden bist. Du hast uns gezeigt, uns nicht zu erheben, den anderen zu lieben und zu vergeben, zu glauben, zu hoffen, bis in den Tod. Du gabst uns das Beispiel, selbst in deiner Not. Ja, du liebst, du gabst uns dein Wort. Ich bin bei euch alle Tage und geh nicht von euch fort. Du bist unsere Hoffnung, du bist unser Licht, weil du auferstanden, auferstanden bist. Du bist unsere Hoffnung, du bist unser Licht, weil du auferstanden, auferstanden bist. Ja, liebe Geschwister, es ist nicht selbstverständlich, einfach Jesus zu begegnen und zu glauben. Dazu prägt sich eigentlich unsere Gegenwart viel zu sehr in unseren Verstand ein. Und darum geht es auch heute. Ich lese weiter aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel von Vers 19 bis Vers 29. Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte: Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln in seinen Händen sehen, mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander, diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Liebe Geschwister, es ist nicht so einfach, wenn jemand zu einem kommt und etwas erzählt,
dann das anzunehmen. Wenn man von der Kommunikationswissenschaft ausgeht, die sagen ganz klar, man muss Dinge 7-mal hören und dann erst ist man bereit, einen Schritt daraufhin zu wagen. 7-mal den Entschluss fassen, ja, das mache ich. Und erst beim 7. Mal wage ich dann den Schritt. Eigentlich verblüffend, wie sich solche Dinge, die eigentlich vom Verstand her offenbar ganz klar sind, bis zur Tat dauern. Wie verblüffend, bis wir unsere Zweifel überwinden und schließlich dann endlich annehmen, was geschieht. So auch bei der Begegnung der Jünger mit Jesus. Im ersten Moment sind sie fassungslos. Dabei haben sie es gehört, von den Frauen gehört, von Maria, von Magdalena gehört. Und nun plötzlich steht er unter ihnen. Und seine ersten Worte sind, Friede sei mit euch. Shalom. Etwas, was er wünscht. Es geht nicht um Angst. Es geht nicht um das Unbegreifliche. Er kommt und bringt ihnen etwas. Etwas für ihre Herzen. In ihrem Kopf mag es noch mächtig durcheinander gehen, aber ihr Herz spürt plötzlich, da kommt einer. Es ist wie eine sanfte Hand, die auf einen gelegt wird. Ein zweites Mal wiederholt er es und unterstreicht damit diese Wichtigkeit. Friede sei mit euch. Und das ist etwas, was, denke ich, gerade auch in unserem Glauben so ausmacht, dass es eben nicht darum geht, um Gewalt irgendetwas, mit Gewalt etwas durchzusetzen, mit Gewalt etwas zu erzwingen. Ja, auch diese Zeiten gab es durchaus in der Kirchengeschichte, sondern es geht darum, letztlich diesen Frieden, den Gott schenkt, gerade in unruhigen Zeiten, gerade wenn das Lebensmeer aufgewühlt ist, gerade wenn wir unsere Fragen haben, gerade wenn wieder mal alles so richtig doof zusammenkommt, diesen Frieden Gottes anzunehmen und zu entdecken und in diesem Frieden zu leben. Und dann fährt Jesus fort und sagt, so will ich euch etwas schenken, nämlich den Geist Gottes. Weil wir diesen Frieden letztlich nur dann leben können und empfangen können, weil, wenn wir diesen Geist in unserem Herzen haben, diese Kraft von Gott ausgehend, wenn sie unser Leben erfüllt und wir damit sozusagen Empfang haben. Ich vergleiche es manchmal damit, dass man auf Empfang gestellt ist, so wie wir unsere Radios oder unsere Fernseher auf Empfang stellen. Man kann nicht einfach anmachen und fertig, sondern sie müssen empfangsbereit sein. Der Empfänger muss da sein, um die Signale umzuwandeln. Und dann kommt das, was mich erstaunt. Er sagt seinen Jüngern, und mit diesem Geist Gottes und mit diesem Frieden, wem ihr vergebt, dem ist vergeben. Wem ihr aber nicht vergebt, dem ist auch nicht vergeben. Und dann kommt eine Gestalt, die man wohl so schnell nicht vergisst, der viel gescholten wird. Thomas, der ungläubige Thomas ist in die Geschichte eingegangen. Dabei macht er nichts anderes als die Jünger auch. Die Jünger haben nur den Vorteil, dass sie Jesus schon gesehen haben. Thomas, der Jünger, aber nicht dabei war. Und er sagt, ich möchte es handfest haben. Ihr könnt mir viel erzählen, aber wenn ich es nicht überprüfe, wenn ich nicht meinen Finger nehmen kann und in die Wundmale legen, die Hand in seine Seite, wo ihn der Speer getroffen hat, dann kann ich's nicht glauben. Ein Realist, einer, der gut in unsere Welt hineinpasst,
Ich kann nur das annehmen, was ich wirklich auch bestätigt habe, was ich bewiesen habe, wo ich mir ganz selbst ganz sicher bin bei all dem, was ich geprüft habe bis zum letzten, wo ich die Erfahrung gemacht habe. Und Jesus lässt sich auf dieses Denken ein. Nicht zur Zeit, wann es gerade passt, dem Thomas, sondern zu seiner Zeit. Nach 8 Tagen heißt es, kommt er wieder in die Jüngerschar, diesmal ist Thomas dabei und er wendet sich genau an diesen Thomas und sagt, komm, du wolltest doch, nimm deinen Finger, deine Hand, hier ist meins, hier sind die Wundmale, leg sie hinein. Ich möchte, dass du glaubst. Für mich ganz stark. Es geht nicht darum zu sagen, ich will es dir beweisen, sondern ich möchte, dass du wirklich glauben kannst. Der Herr ringt um diesen einen. Da ist keiner zu unwichtig, da ist keiner zu sehr auf falschen Wegen, da ist keiner zu skeptisch. Vielleicht sollten wir auch lernen, so zu denken. Gerade wenn wir mit Menschen umgehen, die anders denken. Zu entdecken, wie wertvoll auch diese Menschen, selbst wenn sie eine völlig andere Meinung haben, selbst wenn sie vielleicht sehr konservativ oder gar anders noch radikaler denken, wie wertvoll sie in Gottes Augen sind. Und zu sagen, mit denen nicht, ist überhaupt nicht im Sinne Jesus. Ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas ganz, ganz Entscheidendes, damit du glaubst. Probieren. Nimm deine Hand. Leg sie hinein. Und Thomas fällt vor Jesus nieder und betet, mein Herr und mein Gott. Nun kann er es aus tiefstem Herzen sprechen. Er braucht nicht, seinen Finger hineinzulegen. Auf einmal reicht ihm das, was seine Augen sagen, sehen, das, was seine Ohren hören. Mein Herr und mein Gott. Und Jesus denkt an uns, wenn er sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Geschwister, wenn wir nach ihm fragen, wenn wir nach ihm suchen, selig sind wir. Ganz nah bei ihm. Und das ist ein Geschenk, wie wir es nirgends sonst finden. Jesus sagt, ich will mich von dir finden lassen. Ich will dein Glauben stärken. Du brauchst keine Zeichen. Du brauchst keine Sicherheiten, vertrau mir und du lebst sicher. Öffne dein Herz und du entdeckst die Zeichen der Liebe im ganz Alltäglichen, im ganz Natürlichen. Und auf einmal spürst du, wie reich du bist. Liebe Geschwister, dass sie das auch entdecken, gerade auch an diesem neuen Tag. Das wünsche ich Ihnen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir. Wir sehen es nicht, aber wir vertrauen dir trotzdem. Wir haben dein Wort und an diesem Wort wollen wir uns orientieren. An dieses Wort wollen wir uns halten. Und denen, die davon erzählen, was du getan hast, denen wollen wir glauben. Und wir spüren, wie deine Worte uns selbst auch berühren und dass du heute da bist, wie du damals da warst. Zwar unseren Augen verborgen, aber im Geist Gottes öffnest du uns unsere Herzen und wir erkennen, du bist die Wahrheit. Ja, bei dir bleiben wir. Mit dir gehen wir. Segne du uns an diesem Tag und lass uns ein Segen sein. Lass uns den Menschen, denen wir begegnen, vergeben.
so dass ihnen vergeben ist. Herr, wir danken dir, auch das ein Zeichen deiner Liebe. Du bist da, du bist auferstanden. Gelobt sei Gott. Halleluja.